Bavarski konzervativci so včeraj zavrnili kompromisni predlog o spremembah migracijske politike, ki ga je predstavila kanclerka Angela Merkel. CSU je včeraj tudi prekinil sejo Bundestaga, stranki pa sta se prvič v zgodovini sešli na ločenih zasedanjih. Will ihn nicht verschweigen, dass wir eine sehr ernste Situation haben. Es war die Sprache von einer historischen Situation. Die Kolleginnen und Kollegen der Landesgruppe der CSU haben einhellig 100% ihre Unterstützung für Horst Seehofer, den Masterplan und die Zurückweisung an den Grenzen zum Ausdruck gebracht. Vodja poslanske skupine CSU je ob tem dodal, da ima Seehofer vse pristojnosti, da policiji ukaže zavračanje prosilcev za azil. Na zadnji razkol v vladajoči koaliciji se je odzvala tudi stranka Alternativa za Nemčijo, glasna nasprotnica migrantske politike Angele Merkel. Ist einfach nur ein fauler Kompromiss und einfach nur Wahlkampfgetöse vorab, vor den Sommerferien. Und da versucht sich jetzt gerade die CDU-CSU-Fraktion in ihrem Chaos und Durcheinander hineinzuretten. CSU bo na dogovor o zavračanju migrantov počakala do ponedeljka. V nasprotnem primeru bo ukrepala po svoje. Nemška kanclerka Angela Merkel večji kontroli nezakonitih migracij sicer ne nasprotuje. Ich der Meinung bin, dass es richtig und gut ist, dass wir weiter daran arbeiten, die illegale Migration zu reduzieren, auch zu ordnen und zu steuern. Und deshalb auch das Projekt eines Masterplans durch den Bundesinnenminister Horst Seehofer ein wichtiges Projekt ist. Es geht dabei dann um einen Punkt, bei dem meines Erachtens Grundprinzipien unseres Herangehens berührt sind. A kanclerka je prepričana, da je dogovor potrebno poiskati na evropski ravni. Ich persönlich halte die illegale Migration für eine der großen Herausforderungen der Europäischen Union und glaube deshalb, dass wir nicht unilateral handeln sollten, dass wir nicht unabgestimmt handeln sollten und dass wir nicht zu Lasten Dritter handeln sollten. Če bo Seehofer ukazal zavračanje migrantov, se bo Merklova znašla pred težko odločitvijo, ali naj popusti, razveljavi ministrovo odločitev ali celo razreši Seehoferja. Spor med sestrskima strankama bo zdaj skušal zgladiti predsednik Bundestaga Wolfgang Schäuble, ki uživa zaupanje obeh strani.